Liebe Studierende, ich möchte Ihnen dieses Präparat von dem inneren Schädelbasis präsentieren. Erstmal zur Orientierung möchte ich Sie aufmerksam machen, dass wir das Schädeldach und das Gehirn fast komplett entfernt haben, bis auf das Diencephalon und den Hirnstamm. Wir haben hier die Kalvarie abgesägt. Dort sehen Sie die vordere Schädelgrube, die Fossa Crani Anterior, da ist die Fossa Crani Media und hinten ist die Fossa Crani Posterior. Unter der Fossa Crani Anterior haben wir die Augenhöhle gepräppt und das möchte ich Ihnen demonstrieren. Jetzt möchte ich Ihnen die Orbita präsentieren. Wir haben hier das Dach der Orbita schon im Voraus gepreppt, aber darüber liegt noch die Dura Mater, das kann man da abpreppen und das kann ich jetzt schon zur Seite klappen. Dann sehen Sie, dass hier der Knochen schon entnommen wurde. Wir haben den Pars Orbitalis des Os Frontale und den Ala Minor des Os Sphenoidale entfernt. Ich habe auch den Aditus Orbitae von oben abgebrochen, damit wir mehr Platz haben, um die Orbita zu demonstrieren. Nach der Eröffnung der Fissura Orbitalis Superior, man kann die dort hindurchtretenden Nerven präsentieren. Da befindet sich der Nervus Trochlearis. Da sehen Sie die Äste von Nervus Ophthalmicus. Das ist der Nervus Frontalis. Sie sehen sogar die Äste davon. Man kann die Äste Nervus Supraorbitalis Medialis Lateralis, aber auch den Nervus Supratrochlearis beobachten. Seitlich zweigt von dem Nervus Ophthalmicus der Nervus Lacrimalis an, was dann in die Glandula Lacrimalis, in die Tränendrüse tritt. Unter dem Nervus Frontalis, man kann die ersten Muskeln schon sehen. Ich habe hier den ersten Muskel durchgeschnitten. Das war der Musculus Levator Palpebrae Superioris. Wenn ich das auch hochklappe, dann darunter liegt der erste Muskel, der tatsächlich zum Augapfel geht und das wird der Musculus Rectus Bulbi Superior sein. Lateral befindet sich davon der Musculus Rectus Bulbi Lateralis und an der medialen Fläche des Muskels, da sieht man, wie der Nervus Abducens da reintritt und ihn auch innerviert. Unter dem Musculus Rectus Bulbi Superior befindet sich der Nervus Opticus und neben dem Nervus Opticus diese feinen Nerven und Gefäße sind die Arterie und Nervi Ciliares. Im Winkel zwischen Nervus Opticus und Musculus Rectus Bulbi Lateralis liegt das Ganglion Ciliare, was das Ganglion des Nervus Oculomotorius ist. Wenn ich jetzt nach medial weitergehe, dann ich habe hier schon den Nervus Trochlearis erwähnt, das bohrt sich in den Musculus Obliquus Bulbi Superior ein. Der Musculus Obliquus Bulbi Superior hat eine Sehne, sie bricht hier in der Trochlea, geht durch diese Trochlea hindurch und dann strahlt nach dorsolateral hinten und heftet sich an das Sklera an, das ist die Sehne des Muskels. Unter dem Bauch des Musculus Obliquus Bulbi Superior liegt der Musculus Rectus Bulbi Medialis und man kann daneben die Äste der Arteria Ophthalmica und Äste des Nervus Nasociliaris sehen, die Nervi Ethmoidalis Anteriores und Posteriores. Ganz tief in der Orbita unter dem Nervus Opticus kann man noch am Boden den Musculus Rectus Bulbi Inferior auch beobachten. Der Raum, der hier leer ist, war früher von dem Fettkörper der Orbita von Corpus Adiposum Orbitae ausgefüllt. In dieser Aufnahme möchte ich Ihnen die Fossa Crani Media, die dort hinaustretenden Hirnnerven und auch noch den Sinus Cavernosus präsentieren. Sie sehen vorne, wie der Nervus Olfactorius und der Nervus Opticus in den entsprechenden Kanälen hineintreten. Der Opticus in den Canalis Opticus und der Bulbus und der Tractus Olfactorius geht zur Lamina Cribrosa. Die kann man noch zur vorderen Schädelgrube einordnen. Aber dann, hier sieht man, wie der Nervus Oculomotorius dann aus der Fossa Interpeduncularis hinaustritt und in die Seitenwand des Sinus Cavernosus tritt. Man kann jetzt hier die Seitenwand des Sinus Cavernosus so abklappen und Sie sehen, dass da drin hier nicht nur der Nervus Opticus, sondern auch der Nervus Trochlearis
verläuft, der vierte Hirnnerv. Der kommt weit dorsal aus dem Hirnstamm hinaus, unter dem Colliculus inferior. Dann noch weiter unten, man sieht jetzt den ganzen Nervus trigeminus, da tritt er von dem Hirnstamm hinaus, geht nach vorne und betritt das Cavum trigeminale, wo dann das Ganglion trigeminale auch sitzt, und davon zweigen die drei Äste des Trigeminus ab, nach vorne der Nervus ophthalmicus, nach vorne unten der Nervus maxillaris und dann der Nervus mandibularis treten raus. Der Nervus ophthalmicus geht Richtung Fissura orbitalis superior, der Nervus maxillaris zum Foramen rotundum und der Nervus mandibularis zum Foramen ovale. Und wenn ich jetzt nochmal den Nervus ophthalmicus nach lateral bewege, dann sehen Sie die Höhle des Sinus cavernosus, dort biegt sich die Arteria carotis interna. Und daneben finden Sie diesen Nerv, das soll der Nervus abducens sein, der dann durch den Sinus cavernosus Richtung Fissura orbitalis superior verläuft. Liebe Studierende, in der folgenden Aufnahme möchte ich die hintere Schädelgrube und die dort hinaustretenden Hirnnerven präsentieren zur Orientierung. Da sehen Sie noch ein Stück vom Os occipitale und da ist das osttemporale Pars petrosa. Ich trenne jetzt das Os occipitale ab und ich klappe das nach hinten, damit wir mehr Platz haben zur Orientierung. Ich fange da vorne mit dem Nervus trigeminus an. Darunter sehen Sie, wie der Nervus abducens in den Sinus cavernosus hineintritt. Weiter kaudal, man sieht zwei Hirnnerven hier. Der erste, der weiter austral ist, ist der Nervus facialis und dann kommt der Nervus vestibulo cochlearis. Die treten beide in den Porus und Meatus acousticus internus hinein. Noch weiter unten kommen in Reihenfolge die Hirnnerven 9, 10 und 11, der Nervus glossopharyngeus, der Nervus vagus und der Nervus accessorius. Ich möchte Sie aufmerksam machen, dass eine Wurzel aus dem Rückenmark hochkommt und das ist der Radix spinalis des Nervus accessorius und es schließt sich an zum Stamm des Nervs. Wenn ich dort ein bisschen in die Tiefe reiche, dann dort sehen Sie, wie der letzte Hirnnerv, der Nervus hypoglossus, durch den Canalis nervi hypoglossi hinaustritt. Dort sehen Sie den Rahmen des Foramen magnum und da kommt noch die Arteria vertebralis in den Schädelbinnenraum hinein. Man kann noch hier sehen, dass der Sinus sigmoideus eröffnet wurde und man sieht, wie das beim Foramen jugulare endet, weil dort die Vena jugularis interna aus dem Schädelbinnenraum hinaustritt. Präparierung wurde so gemacht, dass wir die Hälfte des Kleinhirns entfernt haben, damit wir die hier hinaustretenden Strukturen darstellen können.